Es gab auch hier viele Berichte über die sehr schlechten Arbeitsbedingungen von den Mitarbeitern, die direkt nach dem Atomunfall in Fukushima in den AKWs das Schlimmste abgewendet haben. Es gibt dort auch viele Leiharbeiter. Wie ist die Situation im Augenblick von den Beschäftigten dort? Wissen Sie, also meisten Arbeiter, die unmittelbar mit den AKWs, also Fukushima Daiichi, zu tun haben, sind Leiharbeiter. Man sagt oft, also Wegwerfarbeiter. Ja? Diese Leute arbeiten 8.000 Yen, ungefähr 8.000 Yen pro Tag. Ganz billig. Fest eingestellte Arbeiter, zum Beispiel TEPCO oder so, ne? Arbeiten nicht vor Ort. Arbeiten also ganz entfernt von den AKWs oder ziemlich entfernt. Also die Arbeiter, die unmittelbar solche schmutzige Arbeit machen müssen, sind Leiharbeiter. Das kann man generell so sagen, dass die in den AKWs jetzt direkt arbeiten, alles nur Leiharbeiter sind? Nicht alles, die meisten. Die meisten Arbeiter sind Leiharbeiter. Das kann man also ruhig sagen, ja. Also das war immer so. Also regelmäßige Kontrolle oder Inspektion müssen auch gemacht werden, ne, seit Jahrzehnten. Also solche Arbeiten machten die solche Wegwerfarbeiter. Und diese Arbeiter sind nicht fest angestellt und also Arbeiter ganz unten, Koreaner zweiter Generation oder dritter Generation arbeiten in Fukushima jetzt. Auch Ausländer sind dabei. Und wie sind Ihre momentanen Arbeitsbedingungen? Es gibt immer wieder Berichte über Verstrahlung, gesundheitliche Schäden, aber auch, dass getrickst wird mit den Dosimetern und den Strahlen. Denn gerade die Leiharbeiter dort stehen ja stark unter Druck. Wenn sie zu stark verstrahlt sind, sind sie ihren Job los. Wie ist die Situation dort im Augenblick? Ja, also es ist so, diese Arbeiter, ja, können nur kurzfristig arbeiten. Viele wie Radioaktivität einatmen oder sowas, das passiert jeden Tag. Und die Grenzwerte gibt es. Ja? Deshalb, diese Arbeiter können nur kurzfristig arbeiten und dann, man muss auch hören. Natürlich vor Ort sind solche Leute hoher Radioaktivität ausgesetzt. Das ist eine Tatsache und einige Leute sind deswegen gestorben. Aber TEPCO oder die Regierung sagen immer, solche Fälle haben mit der Radioaktivität nichts zu tun. Aber das ist nicht wahr. Sie selbst machen ja auch noch andere Aktivitäten. Ihre Gewerkschaft Doroktiba ist noch beteiligt an dem Bau einer unabhängigen Klinik in Fukushima. Was soll das für eine Klinik werden? Also eigentlich gibt es ein Komitee für den Bau eines Krankenhauses oder Klinik für die Kinder von Fukushima, also besser gesagt Gesundheitszentrum. Solche also Komitee, also für den Bau, ja, gibt es schon, aber wir helfen also diesem Komitee. Wissen Sie, ich kann einigermaßen Deutsch und meine also Kollegen können einigermaßen Englisch oder Französisch, aber die Leute in Fukushima können kaum ausländische Sprachen. Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir diesen Leuten helfen. Und was ist das Ziel dieses Gesundheitszentrums? Da wissen Sie, regierungsfreundliche Wissenschaftler, Ärzte und Krankenhäuser sagen zum Beispiel, Strahlendosen von bis zu 100 Millisievert pro Jahr sind unbedenklich. Was machen diese Ärzte unter solchen Standpunkten? Und wir denken, da werden die Kinder von Fukushima zu Versuchskaninchen gemacht. Das ist nicht zuzulassen. Deshalb, wir wollen ein unabhängiges Gesundheitszentrum. So etwas brauchen wir. Durch die Katastrophe vom 11. März gab es ca. 20.000 Toten und Vermisste insgesamt. Also unmittelbar gestorben und vermisst. Aber Folgen der Radioaktivität kommen erst später. Schon haben wir so mehrere Fälle bei den Kindern. Schilddrüsenkrebs. Solche radioaktiv bedingte also Symptome können wir feststellen. Aber die regierungsfreundlichen Ärzte, Wissenschaftler sagen, nein, das hat mit der Radioaktivität überhaupt nichts zu tun. Das schlimmste Fall ist zum Beispiel also Shunichi Yamashita. Shunichi Yamashita ist also nämlich Vizepräsident
der Fukushima Medical University. Er sagte zum Beispiel, Strahlendosen von bis zu 100 Millisievert pro Jahr sind unbedenklich. Oder Lächeln kann die Schäden der Radioaktivität drastisch vermindern. Also bitte lächeln, kein Problem. Oder die Aufnahme von radioaktiven Stoffen in den Körper, also wissenschaftlich die innere Strahlung, ist nicht gesundheitsgefährdend. Und das ist nämlich die Grundposition von TEPCO und der jetzigen Regierung. Deshalb, wir brauchen ein unabhängiges Klinik, unabhängiges Gesundheitszentrum. Und dort werden Kinder und andere Patienten behandelt und Sie klären über Gesundheit oder Verstrahlung auf? Ziemlich alles muss gemacht werden. Ne? Wissen Sie, wir haben Erfahrungen von Atombomben. Damals haben wir auch eine unabhängige Klinik gebaut in Hiroshima. Ja, das ist ein Beispiel. So eine Klinik gibt es in Hiroshima. Ne? Diese Klinik heißt Koyo Daiichi Klinik. Und diese Klinik ist eine Hoffnung für Überlebende. Und solche Klinik braucht auch Fukushima.